ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe dieses hübsche Buch hier bekommen aus dem Hoffmann und Campe Verlag. Und ich bin schon ganz gespannt darauf, das zu lesen. Ja, wahrscheinlich werdet ihr schon anhand des Covers erkennen, worum es wohl gehen könnte. Es ist das Wuhan Diary, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt. Ich lese euch mal den Klappentext vor, vielleicht ist es auch was für den einen oder anderen. Das Buch, über das die ganze Welt spricht. 76 Tage lang war Wuhan von der Außenwelt abgeriegelt. 60 Einträge umfasst das Online-Tagebuch, in dem die chinesische Schriftstellerin Fang Fang eingesperrt in ihre Wohnung die Ereignisse in der Stadt protokollierte. Von der Panik während der ersten Tage bis zur erfolgreichen Eindämmung des Virus. Sie erzählt von der Einsamkeit, dem heroischen Kampf des Personals in den Krankenhäusern, vom Leid der Erkrankten, dem Schmerz der Angehörigen und der Solidarität unter Nachbarn. Millionen Chinesen folgen ihrem Blog und teilen ihren Zorn über die Untätigkeit und Vertuschungsmanöver der Behörden während der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie. Wuhan Diary hat in China eine landesweite Diskussion über den Umgang mit kritischen Stimmen und Verantwortung entfacht und somit über Chinas künftigen Weg. Ein einzigartiges, ergreifendes Zeitdokument von historischer Bedeutung über den Kampf gegen einen unsichtbaren Feind, den die Menschen in Wuhan weltweit als erste führen mussten. Ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Und ich bin wirklich schon gespannt, was mich in diesem Buch erwarten wird. Und vor allem, wie es mir gehen wird, wenn ich das Buch beendet habe. Ich bin gespannt. Wäre das auch was ihr lesen würdet? Also interessiert euch sowas? Oder ist euch das alles schon viel zu viel mit Covid-19, Coronavirus, Pandemie und das wollt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, oder? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Tja, das war es auch schon zu diesem hübschen Buch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und schaut doch gerne wieder bei mir rein.